Schmidt, raus auf die Bühne. So heißt es ungefähr 70 Mal im Jahr, wenn ich als Moderator gebucht bin. Und was passiert da? Man empfängt Gäste, man hat Podiumsdiskussionen, man hat Vertriebstagungen, man hat Konferenzen, man hat Messen. Dieses Jahr hatte ich 10 Tage lang zum Beispiel die Ideenexpo. Das ist total cool, aber man ist immer alleine. Man hat nur sein Team, man hat einen Regisseur zum Beispiel, man hat seine Tontechniker, seine Lichttechniker, aber nie Kollegen und Kolleginnen. Warum? Das ist traurig. Deswegen habe ich mit Nicole Krieger und Felix Heimberg den Moderatorentag ins Leben gerufen. Der findet einmal im Jahr statt und dieses Jahr ist es am 9. Dezember in Berlin. Was machen wir da? Wir setzen uns auseinander, wir netzwerken, wir unterhalten uns über Entwicklungen, wir hören coole Keynotes an. Michael Rossier ist zum Beispiel da, Markus Ernst Thomas kommt uns besuchen. Wir werden diskutieren, wir werden uns austauschen und wir werden abends gemeinsam in eine nette Bar gehen, vermute ich mal. Es ist ja Berlin. Wenn ihr Lust habt, uns am Moderatorentag zu begleiten, guckt auf unsere Webseite www.moderatorentag.de oder schreibt mir einfach eine E-Mail und ich stehe euch bei Fragen zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes weiteres Jahr und einen tollen Herbst. Euer Ralf. Tschüss.